herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir aus der Fahrradwerkstatt Lodder. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man Reifen richtig austauscht, beziehungsweise den Mantel mit der härtesten Downhill-Karkasse. Das heißt, hat richtig Schmackes. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir haben das letzte Mal auf einer Mavic E-D-Max-Felge montiert. Das war nicht so geil. Deshalb dachte ich mir, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn wir nochmal so ein kurzes Video machen, wo ich einfach euch so ein bisschen meine Erfahrungen und meine Tipps mit auf den Weg gebe, was wir machen können, wenn so ein Reifen so gar nicht in die Felge hüpfen will, beziehungsweise wir ihn gar nicht drauf bekommen. Ich habe hier heute von meinem Decoy mein 29 Zoll Vorderrad und ja, der Reifen, der hat es zeitlich gesegnet, der wird jetzt mal ausgetauscht und deshalb machen wir den alten Reifen jetzt erstmal runter. Und da gibt es natürlich auch schon ein paar Sachen zu beachten, damit wir den relativ einfach runterkriegen. Erstmal lassen wir natürlich die Luft raus. Dann können wir erstmal vom Ventil die Schraube abnehmen. Natürlich fällt sie unter die Werkbank. Ja, da darf es jetzt auch verweilen. Und dann ist ganz wichtig, damit wir den gut rauskriegen, muss man ein bisschen verstanden haben, wie so eine Felge aufgebaut ist. Zeige ich euch jetzt mal. Wenn wir uns das jetzt hier einfach mal anschauen, dann seht ihr ja, dass es hier tiefer ist als hier. Und hier in diesem Bereich ist, wenn der Reifen fertig montiert ist, unser Reifenwulst. So, und was wir jetzt quasi machen, wir müssen den auf einer Seite hier in die Mitte reinbringen, weil da ist ja dann quasi der Umfang von der Felge kleiner als hier oben. Das heißt, wenn der Reifenwulst irgendwo auf der Felge hier noch drin ist, werden wir uns immer viel schwerer tun, den Reifen zu demontieren oder montieren, als wenn der Reifenwulst hier in der Mitte von der Felge ist. Und deshalb drücken wir auf der einen Seite den Mantel bzw. den Reifenwulst erstmal in die Mitte von der Felge über den kompletten Umfang. Und dann kann man hier mit dem Reifenheber eigentlich relativ einfach reingehen und den hier rüberziehen, weil er Reifenwulst schon in der Mitte von der Felge liegt. Kann mal sein, dass es ein wenig schwerer geht, ein wenig leichter, je nachdem. Jetzt können wir unseren Schlauch rausnehmen und unseren alten Mantel auf der anderen Seite auch in die Mitte von der Felge drücken. Und den kann man dann meistens einfach, wenn man hier den Eimer so übers Eck zieht, auch einfach abziehen. Fertig. Dann kontrolliere ich hier immer auch gleich nochmal, ob der Sitz hier gut ist, ob hier alles sauber ist. Dann tue ich mir jedes Mal, wenn der Reifen runter ist, überlegen, ob ich tubeless fahren will. Entscheide mich jetzt einfach mal aus Sicherheitsgründen dagegen. Ja, mal gucken. Ich lasse mir die Option hier nochmal offen. Okay, jetzt müssen wir unseren neuen Reifen montieren. Wenn wir uns unseren neuen Reifen einfach mal anschauen, merken wir schon von der Karkasse, also diese Downhill-Karkasse ist wirklich schon sehr hart, muss ich sagen. Wenn ich hier reindrücke, das macht schon einen sehr robusten Eindruck. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Auch ein schön grobes Profil. Also damit dürfte man eigentlich im Bikepark und die ganzen steinigen, wurzeligen Strecken, die ich mit dem Decoy so fahre, dürfte ich da schon Spaß haben. Okay, Laufrichtung natürlich beachten. Dann stelle ich meine Felge erstmal in den Mantel rein. So, dann richte ich meine Beschriftung so ein bisschen aus, dass das auch ein bisschen anders ausschaut. So. Und dann mache ich ihn erstmal auf einer Seite rein. Auch darauf achten, dass der Reifenwulst jetzt in der Mitte von der Felge liegt. Und dann den quasi hier so langsam rumziehen und in die Mitte von der Felge legen. Dann könnt ihr ihn auch so ein wenig zwischen die Beine nehmen und langsam hier rumziehen, dass er nicht wieder rausfluppt. Ruhig den Reifenheber dann zur Hilfe nehmen. So. Das ist eigentlich der einfache Teil. Jetzt sitzt auf der einen Seite schon mal drin. Ja. Und jetzt machen wir unseren Schlauch rein. Würde ich euch auch immer empfehlen, den Schlauch leicht aufpumpen. Wenn der Schlauch leicht aufgepumpt ist, könnt ihr ihn hier auch schöner reinlegen. Ventil nicht ganz durchstecken, weil wir brauchen noch ein bisschen Platz, damit eben der Reifenwulst auch in der Mitte vom Felgenbett liegen kann. So, und jetzt fangen wir hier an. Passen natürlich auf, dass wir den Schlauch nicht einkluppen. Und legen den Mantel in die Mitte vom Felgenbett, also diesen Reifenwulst in die Mitte von der Felge und drücken den wirklich hier so rein, dass der in der Mitte liegen bleibt und gehen hier dann langsam rum.
dass ihr wirklich in der Mitte liegen bleibt. Immer so schön nach außen, dass er in der Mitte bleibt. Und dann nehme ich mir den auch hier wieder so ein zwischen die Beine, halte es ein fest, drücke meinen Schlauch hier so ein bisschen rein und gehe da quasi rum. Und dann kann ich wieder mit meinem Reifenheber arbeiten. Nicht zu viel hier, ne? Wenn ihr zu viel nehmt, dann brecht er nur ab. Immer so kleine Stücke und so Step für Step durchgehen. Und am Ende wird es dann natürlich schon saftig. Aber schaut gut aus. Und jetzt seht ihr auch, dass der hier überall in der Mitte von der Felge liegt. Und dadurch springt er auch gut rein. Und jetzt ist ja auch immer noch so ein bisschen eine Hürde, dass der Reifenwulst komplett reinspringt. Ja, was bedeutet, dass er hier rechts und links in der Felge komplett reinfluppt. Das gibt ja dann gerne mal so einen Knall. Und damit das gut funktioniert, könnt ihr entweder ein bisschen Bikereiniger nehmen, sprüht ihr hier einfach rein, dann flutscht es auch ein bisschen besser. Oder es gibt von Schwalbe auch so Easy Fit, kann man auch einschmieren, dann flutscht es ein besser. Oder ihr könnt auch einfach Seifenwasser nehmen, funktioniert auch. Meistens oder oft geht es auch ohne. Wir probieren es jetzt einfach mal ohne und gucken, ob der auch ohne gut reinfluppt. Ihr könnt am Anfang ruhig, damit er überall drin sitzt, mal den maximal angegebenen Druck, der auf dem Reifen steht, reinpumpen. So, ich mache jetzt einfach mal 3,5 Bar rein. Jetzt geht der Kompressor auch an. Und dann gucke ich quasi, ob der Reifenwulst überall sauber drin liegt. Okay, da üben fehlt es noch. Aber auf der Seite, okay, also an zwei Stellen ist er noch nicht reingehupft. Das ist aber nicht so schlimm. Das heißt, in unserem Fall müssen wir es jetzt auch so machen, dass wir einfach ein bisschen Easy Fit oder Bike Reiniger hinsprühen oder Seifenwasser. So schaut das Easy Fit von Schwalbe aus. Das hat quasi hier so einen Schwamm. Da ist hier innen so eine Nadel und wenn man die drückt, dann kommt die Flüssigkeit quasi raus. Und dann kann man den quasi hier innen einschmieren und halt da, wo der reinfluppen soll an dem Reifenwulst, schmiert man das jetzt hin und dann flutscht der eigentlich auch schön rein. Das mache ich jetzt einfach mal von beiden Seiten und dann sollte das auch gut funktionieren. Jetzt pumpen wir wieder auf. Oh, habt ihr das gehört? Oh, so muss ich das anhören. Jetzt ist er, glaube ich, auch überall drin. Hier sieht man auch diese Linie. Und wenn man diese Linie sieht, heißt es, er ist reingefluppt. Und wenn nicht, dann ist er halt noch nicht drin. Ne? Und dann hat man halt oft das Problem, dass der Reifen eiert beim Fahren. Und das ist natürlich blöd. Er ist jetzt auf jeden Fall überall reingefluppt. Jetzt können wir wieder unseren Luftdruck reinmachen, den wir fahren wollen. Das ist das Vorderrad mit Schlauch. Naja, wir fahren jetzt nicht übel die wilden Strecken am Freitag. Ich würde jetzt mal 1,9 Bar vorne fahren und 2,2 hinten. Ich hoffe, mein Video hilft euch so ein bisschen. Weil ich glaube, das gibt schon einige, die da hier und da vielleicht auch mal verzweifeln. Und ich denke, wenn man es so macht wie ich hier heute, dann dürfte man das eigentlich schon sehr gut hinkriegen. Was ich auf jeden Fall auch noch als Tipp mitgeben kann, macht es nicht im Winter, wenn es sehr kalt ist. Also wenn jetzt zum Beispiel die Felge kalt ist und der Mantel auch richtig kalt ist, weil er irgendwie im kalten Keller lag, dann tut den Mantel mal irgendwie kurz neben die warme Heizung legen, dass der Gummi weich ist. Weil der Gummi ist natürlich, wenn es kalt ist, dann wird er richtig fest und straff. Und wenn der ein bisschen warm ist, dann ist der natürlich auch ein bisschen elastischer und dann lässt er sich eventuell auch einfacher aufziehen. Ne? Genau, ich für meinen Teil bin jetzt hier heute fertig und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Selbermachen, viel Spaß mit anderen Videos. Macht es gut, Servus.